Heimat, bleib immer in der Heimat. Und meine ganze Liebe bleibt ewig bei dir. Ich rate in der Ferne so oft die fremden Sterne, wann fährt ein Schiff nach Hause zu ihr? Also du bist fest entschlossen. Ja, Toni. Schließlich kennen wir uns ja lang genug. Ja, das sollte dich eigentlich daran hindern, ihn zu heiraten. Schäm dich, du bist nur eifersüchtig. Ja, das will ich nicht abstreiten, Flo. Aber mir bricht halt das Herz bei dem Gedanken an deine Zukunft. Du als Ehefrau eines so viel begehrten Mannes. Da, Fred Wiscott. Vom Teenager bis zur Großmama, alle sind verliebt. Das gehört nun mal zu seinem Erfolg. Ihm macht das genauso wenig aus wie mir. Wirklich? Sei nur nicht spöttisch. Für Fred bedeuten diese kleinen Flirts weiter nichts als nur eine Selbstbestätigung. Ja, also. Bitte zeig mir den Künstler, der das nicht braucht. Na, wie steht's denn mit dir? Bist du nicht auch eine Künstlerin? Ich habe meinen Beruf aufgegeben. Ja, leider. Außerdem, im Notfall gibt es ja dich. Naja, sag's mir's halt, wenn's soweit ist, ne? Sei nicht dumm, Toni. Ja, das macht nichts. Ein Glück hat er, unser Fred. Mein Herz bleibt in der Heimat. Bleib immer in der Heimat und du bleibst alle Zeit nun bei mir. Liebling, und bleib mir treu. Du mach mir keine Dummheiten, Schatz. Hm? Wenn, dann so mit dir. Bekomme ich keinen Abschiedskuss? Ja. Und vergesst mich nicht. Nein, nehmt uns doch mit. Das könnte euch so passen, ne? Hallo, Elinor. Bitte. Ich versuche dich schon seit Wochen zu sprechen. Ist es wahr, dass du Ninon Lorraine heiraten willst? Und es ist doch kein Geheimnis, das hast du von Anfang an gewusst. Ich glaub dich. Ich hab geglaubt, ich dachte... Und Kindchen, was hast du dir da nur eingeredet? Mach doch keine Geschichte. Sei vernünftig, ja? Bitte schön, Herr Wiscott. Ach, schön, dass du da bist. Stell dir vor, 18 Vorhänge habe ich da. Bei der letzten Vorstellung allerhand. Gratuliere. Ein Kunststück. Von meiner Inszenierung. Herr Wiscott, bitte noch mal auf die Bühne. Die Leute geben keine Ruhe. Na bitte. Deine Inszenierung. Nino, komm doch mit. Das letzte Lied der Spielzeit möchte ich nur für dich singen. Ja. Was denn, Frack, Herr Wiscott? Lach mir einmal zu,
keine andere Frau der Welt hat so wie du. Wenzel, was ist denn? Zug spät, Herr Scott. Ich dachte, ich nehme die Frau. Schließ mich doch nicht ein. Ich glaube, es ist Eleanor. Sie ist vorhin in die Garderobe gegangen. Eleanor? So, was sucht die denn in deiner Garderobe? Eleanor! Mach auf! Hörst du mich nicht? Wenzel, holen Sie sofort einen Arzt. Sofort! Nino, kann ich noch einen Moment zu dir rüberkommen? Ja, es ist wohl nötig, dass wir miteinander sprechen. Bitte können Sie mich mit Herrn Dr. Frank verbinden. Hier ist Nino und Lorraine. Guten Abend, Herr Doktor. Wie geht's der Kleinen? Ja? Ja? Also keine Gefahr mehr. Gott sei Dank. Ja, ich werde Sie morgen besuchen. Danke, Herr Doktor. Gute Nacht. Und solch einen Schrecken einzujagen. Wie konnte sie das nur tun? Wie konntest du das nur tun? Deinetwegen wäre das arme Mädchen beinahe gestorben. Ich konnte doch nicht ahnen, dass Ellie nur einen kleinen Flirt so ernst nimmt. Du mit deinen ewigen Flirts. Na, hör mal, die bedeuten doch nichts weiter, wenn sich jeder gleich das Leben nehmen wollte. Ich kenne dich nicht wieder. Fred, ich bitte dich, sag nicht solche Sachen. Ich weiß, dass du leichtsinnig bist, aber dass du so herzlos sein kannst, das wusste ich nicht. Verzeih mir, aber es ist nicht meine Schuld, wenn das Mädel sich was einbildet. Und mach doch kein Drama draus. Wie du redest. Nino. Du weißt doch, dass ich dich liebe und dass ich dich brauche. Das hast du mir schon so oft gesagt. Bitte, wir werden wegfahren und das alles vergessen. Nein. Nein, fahr du nur alleine in deine Ferien. Aber wir wollen doch heiraten. Nein, Fred. Ein Mann, der so bedenkenlos handelt wie du, den kann ich nicht heiraten. Nino. Entschuldige, aber du wirst allein nach Sizilien fahren müssen. Bist du mit deinen Gedanken woanders? Ach, frag doch nicht ihn. Hast du gesehen, Jacopo? Mit solch einem Wagen möchte ich fahren, weit, weit weg. Ach, das wollen viele, Marina. Du mit deinen Träumereien. Ich verstehe dich nicht. Keiner versteht mich hier. Marina!
Nun sitzt doch aber bitte mal still, Roberto. Ich will doch noch heute mit dem Bild fertig werden. Ich hab dir doch gesagt, du sollst still sitzen, Junge. Sitze ich ganz still. Hast du etwa wieder eine Eidechse in der Tasche? Sieh, aber die Tasche ist mit einem Loch und jetzt will sie wieder raus. Oh Mama Mia! Und jetzt ist sie in der Hose. Was? Lass sie mal laufen, aber sofort. Hab ich sie wieder. Hallo, Paulchen. Mensch, ich werde verrückt. Ich habe euch nämlich erst in 14 Tagen erwartet. Wo ist denn die Nova? Warum ist sie denn nicht mitgekommen? Oder bist du etwa kein frisch gebackener Ehemann? Langsam, langsam, Paulchen, erzähl ich dir alles in Ruhe. Naja, du bleibst ja länger, da haben wir noch genügend Zeit, über alles zu reden. Jetzt vor allen Dingen, lass dich erst mal von Herzen begrüßen, Junge! Ach, Junge! Entschuldigung. Du bist ja bei der Arbeit. Ja, natürlich. Jetzt sag mal vor allen Dingen, wie geht es dir? Oh, gut. Na, hier, guck mal, Fred, hier. Da. Das ist er. Ja, das ist er, Knabe mit Eidechse. Obwohl ich die Biester gar nicht leiden kann, weißt du? Wer ist denn gekommen, Bettino? Oh, ist der schön. Ist ja ein bisschen kitschig, was? Aber die Touristen verlangen das nun mal. Du wohnst natürlich bei mir. Die Dinger gehen weg wie die warmen Semmeln. Er hat ja auch einen Engelskopf, ist aber trotzdem lausig, Junge. Was, Roberto? Tag. Guten Tag. Muss nicht immer die Scherze mit den Eidechsen machen, nicht? Komm. So, weißt du, es ist gut, dass wenigstens du schon da bist. Na, sag mal, habe ich es hier nicht romantisch? Übrigens, du müsstest mal seine Schwester kennenlernen. Ich sage dir, das ist das schönste Mädchen von ganz Taormina. Aber dass Ninon nicht mitgekommen ist, verstehe ich gar nicht. Sag mal, du bist sicher sehr müde von der Reise. Willst du dich nicht ein bisschen erfrischen? Signor Paolo! Schön hast du es hier, Paulchen. Ja, was ist denn, mein Junge? Marina ist gekommen. Na, was sagst du dazu? Wenn man vom Teufel spricht, ist er nicht weiß, was? Sima, ist das nicht ein netter Teufel? Marina, das ist mein Freund Fred Viscont. Guten Tag, Frau Marina. Buongiorno. Aber du kannst ruhig du zu ihr sagen, nicht wahr, Marina? Si, Signore. Sie hilft mir nämlich öfter in meinem Junggesellenhaushalt. Und hin und wieder steht sie mir auch Modell. Ich zeige mir morgen ein paar Bilder von ihr, ja? So, Kinderchen, ich brauche euch nicht mehr. Ihr könnt jetzt gehen. Komm, Roberto. Arrivederci. Arrivederci. Mama Mia, mir gegeben, 2 Bilder ist verkauft. Na, was sagst du dazu? Schon wieder 2 Bilder verkauft. Tja, das Geschäft blüht. Ja? Für dich. Wie sieh mal so, was macht er nun immer? Gib mir mal so eine nackte Eidechse in die Hand. Aber dabei bin ich mit den beiden sehr befreundet. Es lebt nur noch die Mutter von denen, weißt du? Die hat unten in einem Verkaufsstand unten im Dorf. Und da verkauft ihr so Souvenirs, Andenken und natürlich auch meine Bilder. So, jetzt wollen wir mal sehen, was hier herausgesprungen ist. Na bitte, besser als gar nicht. Ach, entschuldige, jetzt rede ich aber auch dauernd von mir. Und dabei will ich doch von dir so viel wissen. Sag mal, wie geht es Ninon? Was macht sie? Sie hat sich von mir getrennt. Na, das ist doch wohl nicht möglich. Jetzt, so kurz vor der Hochzeit? Es war meine Schuld. Es war eine Geschichte mit einer anderen Frau. Aha. Ach komm, jetzt setzen wir uns erstmal hin und trinken einen Schluck Wein, was? Du, das ist ja ein Paradies. Ja, ich habe auch hier die schönste Aussicht. Sieh mal, das da drüben ist der Ätna. Im Moment ist er ein bisschen benebelt. Das bin ich auch manchmal. Die Einwohner nennen ihn Gott des Feuers. Manchmal spuckt er nämlich ein bisschen. Und da unten wohnen die beiden. Wer? Na, Marina und der Junge. Hey, Jacopo! Hallo, Marina! Du, bei Signor Paolo ist ein Herr mit einem großen Auto angekommen. Una bella macchina. Roberto! Roberto, komm her! Ciao! Ach, nimm es doch nicht so ernst. Ich kenne doch Ninon. Wenn du zurückkommst, ist alles in besser Ordnung. Nein, nein, diesmal ist es sehr ernst. So, nur will ich dir mal was sagen, mein lieber Fred. Ich war mal beinahe 7 Jahre lang verlobt. Deshalb bin ich ja doch Junggeselle geblieben. Und in diesen 7 Jahren, da habe ich aber die Frauen kennengelernt, aus dem FF, du. Paulchen, du meinst es ja gut, aber lass uns doch von was anderem reden, ja? Prost. Bei Ninon und bei dir ist die Situation natürlich eine ganz andere. Aber ich bin fest davon überzeugt, Ninon wird dir schon verzeihen. Nicht nur diese letzte Dummheit, nein. Auch alle die, die danach noch kommen werden. Nein, ich werde mich nie wieder verlieben. Buonasera. Aber warum kommst du denn jetzt noch mal rauf, mein Kind? Ja, ihr Freund ist doch da und dachte ich, sie werden Wein brauchen. Na, was sagst du zu dem Mädel, Fred, was? Die hat doch einen 6. Sinn, nicht? Wir haben nämlich gerade die letzte Flasche ausgetrunken, weißt du? Komm, setz dich doch ein bisschen zu uns, Marina. Grazie. Bitteschön, ja.
Warum? Er ist weggegangen? Er böse? Dein Böse nicht traurig. Warum? Die alte Geschichte. Amore, amore. Aber das verstehst du nicht. Psst. Aber wenn man traurig ist, ist Musik sehr gut. Ja. Kann er auch spielen? Ja, natürlich kann er spielen. Ja? Ja. Per favore. Spielen. Keine andere Frau lacht so süß wie du. Ich möchte dich küssen, Nino, erhöre mich. Du musst doch wissen, Nino, ich lieb nur dich, Nino. Lach mir einmal zu, denn mein schönster Traum auf der Welt bist du. Nino, lach mir einmal zu, keine andere Frau der Welt lacht so. Morgen, Luzi. Ach, legen Sie noch ein zweites Gedeck auf. Wozu? Herr Weinheber kommt. Was, schon zum Frühstück? Ja, ich habe was mit ihm zu besprechen. Ah, das wird er schon sein. Mhm. Dann machen Sie auf, Luzi. Ja, bitte. Danke, Frau. Guten Morgen. Für Sie ist heute leider nichts. Aber da wäre die Post für Herrn Witzkott. Da hätten wir noch zwei Unterschriften für ihn. Ich unterschreibe nicht mehr für Herrn Witzkott. Aber Sie haben da bis jetzt immer unterschrieben. Ja, aber ich habe die Postvollmacht jetzt zurückgegeben. Ach so. Hier ist seine Ferienadresse und von jetzt ab geht alle Post dorthin. Ja, werden wir es noch schicken. Bis die Abend. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Da hätte ich noch ein schönes Kater für Sie. Was? Für mich? Ja. Jö, von Herrn Witzkott. Schauen Sie, meine Frau, wie schön es da ist. Herr, gerne einen Moment. Herr Gerber, es ist alles aus und vorbei, nicht? Und ich bin die Leidtragende. Mich haben Sie gemeinsam als Wirtschafterin engagiert und jetzt bitte, ich kann mich ja nicht zerreißen, nicht? Die Liebe ist eben ein Ringelspiel. Ja. Sie müssen heute versuchen, die beiden wieder zusammenzubringen. Ja. Ja. Werden wir sehen. Wiedersehen, Herr Gerber. Mann, Luzi. Ja? Bitte schön, die Blumen für Frau Lorraine. Dankeschön. Moment, warte ein bisschen. So, dann. Dankeschön. Ach, sind wir wieder schön. Soll denn der arme Herr Witzkott jetzt mit der vielen Post allein fertig werden? Er wird sich dran gewöhnen müssen. Ja, schickt ihnen jeden Tag ihre Lieblingsblumen, gelbe Rosen und sie lassen ihn im Stich. Ich weiß ganz genau, dass sie auch heute wieder mit einem Brief von ihm gerechnet haben. Aber er lässt den Blumen sprechen. Luzi, das Ganze interessiert mich nicht mehr. Ich habe ihn nämlich selbst gebeten, mir nicht mehr zu schreiben. Ich bin sehr froh, dass er sich daran hält. Ja, bitte, ich habe es ja nur gut gemeint, nicht? Dann hören Sie endlich mit dieser dummen Rederei auf. Sorgen Sie lieber dafür, dass man mich mit seinen Angelegenheiten in Ruhe lässt. Schließlich ist er ja kein Baby mehr. Und überhaupt, wenn mir einer jeden Tag so schöne Rosen schicken will, aber... Ja? Oh, Verzeihung. Sie? Warum schauen Sie denn so grantig? Ich habe schon meine Gründe. Wie kommen Sie überhaupt da herein? Ja, durch die Tür draußen, die war offen. Dann bist du hier endlich, Toni. Entschuldige, Firma, ich habe mich verspätet. Macht nichts, komm, setz dich.
Also, mein bester Laune scheinst du aber auch nicht zu sein. Also stell dir vor, die Luzi, die bildet sich ein, dass ich mich mit Fred wieder versöhnen sollte. Nur weil er mir täglich gelbe Rosen schickt. Na, wieso weißt du, dass sie von ihm sind? Es ist doch kein Absender dabei. Woher weißt du, dass kein Absender dabei ist? Bitte? Das, weil... weil sie von mir sind. Ich hoffe, du verzeihst das den Rosen. Die sind von dir? Ja. Ach, du bist wirklich ein netter Kerl, Tommy. Ja, das bin ich und ich weiß es auch. Sag, wovon wolltest du also mit mir sprechen? Ja, weißt du, so komisch es klingen mag, aber ich denke an unser Gespräch von neulich. Mhm. Jetzt ist es soweit, ich will wieder tanzen. Und du musst mir dabei helfen, ja? Naja, aber das wird nicht sehr einfach sein. Du hast doch immerhin 2 Jahre pausiert. Naja, deswegen bitte ich dich um deine Unterstützung, wenn ich in Form bin. Ja, gut, ich hab's dir versprochen. Ist doch etwas Schönes um den Gleichklang zweier Seelen, nicht wahr? Ein Eidechse, da! Mich kannst du damit nicht erschrecken. Du lass sie laufen, komm. No, das ist behalten für Signor Paolo. Du bist ein Lausejunge. Du nicht verheiratet? Aber du hast Kinder. Auf was für Ideen du kommst. Ich, wenn so groß wie du. Ich will haben 10 Buben und keine Mädchen. Warum denn nicht? Die Mädchen, ich kann gar nicht leiden. Mit die man kann nicht einmal spielen. Hast du eine Ahnung? Signor Fred, Signor Fred, die Post. Fred. Dankeschön. Du, Roberto, hol mir den Postkorb, ja? Va bene. Schreiben Sie auch Leute aus Amerika? Ja. Waren Sie schon einmal da? Ja. Ich habe schon in vielen Städten gesungen. New York, London, Paris, Berlin. Aber zu Hause bin ich in Wien. Schau mal, in diesem Theater trete ich auf. Schön. Schön. Da, bitte. Dankeschön. Die schönen Illustrierten. Wollt ihr welche haben? Bitte. Na, nehmt euch doch. Sag mal, wie wär's denn, wenn du deine Post mal öffnen würdest? Warum denn? Von Nino ist doch sowieso nichts dabei und alles andere interessiert mich. Ach, nun bade doch nicht immer in deinem Seelenschmerz. Geh lieber ins Wasser. Das mache ich sowieso. Wien, nicht wahr? Mhm. Eine schöne Stadt. Erzählen Sie bitte. Jetzt nicht, jetzt habe ich keine Zeit. Roberto, komm mit, komm. Sisi. Warum er ist immer so unfreundlich zu mir? Gefalle ich ihm nicht? Aber der hat doch ganz andere Sorgen. Außerdem ist es doch gar nicht wichtig, ob du ihm gefällst oder nicht. Doch, will ich ihm gefallen. Warum denn? Du heiratest doch Jacobo. Nein, ich nicht. Will ich nicht hierbleiben mein ganzes Leben in arme kleine Fischerdorf. Will ich weg in die Welt. Ach, liebes Kind in die Welt. Was weißt du denn schon von der Welt? So schön ist die auch nicht. Bleib lieber hier. Du brauchst einen Moment. Ja? Glaubst du, Nino wird sich über so ein Tuch freuen? Ja, bestimmt. Na, vielleicht haben sie dann noch hübschere. Ja, das musst du aber bitte alleine machen. Ich muss dir nämlich noch Farben besorgen, ja? Also bis gleich, Fred. Na gut. Grazie. Arrivederci. Buongiorno, signore. Danke. Zu ihm sein, lieben, mit ihm was ins Ohr flüstern. Zum Beispiel, du lauf doch, sonst glauben die Leute, du bist ein Esel. Na, jetzt wird er gehen, bitte. Ja.
Hast du dir wehgetan? Nein, nicht schlimm. Nur am Knie. So, setz dich. So. Du blutest ja. Ich werde dich verbinden. Wie kann man aber auch nur so leichtsinnig sein? Rennst über die Straße wie ein blindes Huhn. Wenn nun etwas passiert wäre... Ich wollte, es wäre etwas passiert. Bist du verrückt? Immer sind sie so unfreundlich zu mir. Ach, hör doch, ich soll ja einen Unsinn. Komm, ich bring dich nach Hause. Hör doch auf zu weinen. Nimm, das schenke ich dir. Komm. Amen. Für mich. Sie haben das wirklich gekauft? Für mich? Wirklich? Für mich? Ja, ja, Marina. Oh, grazie, danke. Bin ich schön? Ich Ihnen gefalle? Du bist ein bezauberndes Mädchen. Na, du wirst eh nicht, aber ich sag's dir so. Moment doch. Jakob, du hast gewonnen. Marina? Herr Potsch, hast du gewonnen, aber bei Marina? Sie weiß, wo sie hingehört. Der Fremde wird nicht mehr lange bleiben. Marina ist etwas Besonderes. Pass auf, dass er sie dir nicht wegnimmt. Komm, spielen wir weiter. Ach, genug für heute. Glaubst du, Marina wird mit uns singen? Natürlich, sie hat es doch versprochen. Dann sag ihr Bescheid wegen der Probe, ja? Ja, ciao. Ciao. Am Verdursten. Dann wollen wir mal sehen, was die Theaterbar für uns hat. Gibt's was Neues? Nee. Aber ich habe was für dich. Oh, fein. Was denn? Also stell dir mal vor, eine Galionsfigur, eine Seejungfer am Bug eines Piratenschiffs, das eben auf ein Riff aufgelaufen ist. Nicht schlecht. Und weiter? Ja, der Anführer der Piraten ist ein toller Bursch, der singt und... Aha. Und der Pirat ist natürlich Fred. Wie du das sofort begriffen hast. Ja, sehr gut. Er singt und plötzlich wirst du lebendig und tanzt. Ausgeschlossen. Ich werde mit Fred nicht mehr auftreten. Komm einfach mal zu. Schau, du weißt genau, es ist nicht einfach, ein Engagement zu bekommen. Und wenn du mit Fred auftrittst, dann ist das eine Chance für dich. Sei doch vernünftig. Nein, ich will nicht. Seinetwegen habe ich damals aufgehört. Aber wenn es um Erfolg geht, dann muss man ihm private Gefühle zurückstellen. Dass gerade du mir sowas vorschlägst, Toni. Ja, ich bin halt ein bisschen charakterlos, wenn es ums Theater geht. Ja, du vielleicht, aber ich nicht. Ich trete mit Fred nicht mehr auf. So, weißt du, was das bedeutet? Was? Dass du ihn immer noch liebst. Oh, das ist doch nicht wahr. Ja, wenn Fred dir als Mann nichts bedeuten würde, dann hättest du überhaupt keine Hemmungen, mit ihm aufzutreten. Habe ich recht? Nein. Aber bitte, wenn du das denkst, ich werde mit ihm wieder auftreten. Gut. Weißt du, was mir dir so gut gefällt? Dass man sich nie bei dir auskennt. Hast du das her? Das geht dich nicht an. Gib her. Nein.
beinahe schiefgegangen. Wie hast du das nur fertig gebracht? Ich bin abgerutscht. Oh, Signor Fred, Sie haben mich gerettet. Ja, du musst jetzt ganz schnell nach Hause, damit du trocken wirst. Bitte nicht. Sonne macht das ganz schnell. Wollte Ihnen zeigen, Isola Bella. Na, ist das nicht zu anstrengend nach dem Schreck? Nein, mir geht es sehr gut. Bitte fahren wir. Na, wenn du meinst. Piano, piano, passiert nichts. Buona. Brava. So, jetzt wollen wir aber essen. Was, mein Junge? Heute habe gekocht ich. Ah, das ist brav. Was gibt es denn? Spaghetti mit Tomaten. Oh. Buon appetito, Signor Paolo. Du bist wirklich ein lieber Junge, Roberto. So, jetzt lassen wir es uns aber schmecken. Was, Roberto? Ah, was macht die Eidechse hier? Wahrscheinlich, sie hat Hunger. Du, ich sage dir... Oh, Jacopo. Wir sprechen uns noch. Ja, was gibt's denn, Jacopo? Ich suche Marina. Die ist bei Signor Fred. Ah, capito. Verstehe. Scusi, Signor Paolo. Sag mal, ihr habt doch in einigen Tagen das Fischerfest, nicht wahr? Ja, Marina, Salvatore und ich, wir wollten singen. Ja. Aber vielleicht sie hat jetzt keine Lust mehr. Aber mach dir doch keine unnötigen Gedanken, in einigen Tagen ist alles vorbei. Ich weiß nicht. Buongiorno, Signor Paolo. Buongiorno, Jacopo. Na, mein Junge. Na, warte mal, dich erwische ich noch. Jacopo. Mit den Weibern immer dasselbe Kreuz. Amo. An der Hafenmole von Palermo steht ein Musikant. Und der Südwind trägt sein Lied der Sehnsucht weit über Meer und Land. Diamo, diamo, Marina, ritorna, wann kommst du zurück? Baggiare heißt diese Marina, tippe, 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 so ein Glück. Sonne, der Mond und die Sterne, die warten mit mir hier am Kai. Und frage dein Herz in der Ferne, ist alles mit uns denn vorbei? Ti amo, Marina, che bello, wie schön war die Zeit. Speranza ist Hoffnung, Marina, tippe, tippe, tippe auf ein Leben zu zweit. Diamo, 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 diamo. Diamo, 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 diamo. Die Sonne, der Mond und die Sterne, mit mir hier am Kai und frage dein Herz in der Ferne, ist alles mit uns denn vorbei? Ti amo, ti amo, Marina, che bello, wie schön war die Zeit. Speranza ist Hoffnung, Marina, tippe, tippe, tippe auf mein Leben zu zweit. Diamo, 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 diamo. Tippe, tippe, tippe auf ein Leben zu zweit. Sag mal, kommt mir das nur so vor oder bist du wirklich hübscher geworden? Ich glaube, es wird höchste Zeit, dass du deinen Jacopo heiratest. Oh, das ist nicht mein Jacopo. Na, das werden wir ja sehen. Jetzt stell dich mal vor allen Dingen wieder richtig hin. Den
Heimann, du merkst wohl gar nicht, dass du hier gänzlich fehl am Platze bist. Ich befinde mich nämlich in einem künstlerischen Schaffensprozess. Verdreh den Mädel nicht noch mehr den Kopf. Die Sonne, der Mond und die Sterne, die warten mit mir hier am Kai. Und fragen dein Herz in der Ferne, ist alles mit uns schon vorbei? La 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 la. Marina! Deckung! Was soll denn das? Du, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Bei denen sitzt das Messer sehr locker. Ach, sei doch nicht so albern. Ja, wenn... Aber wir wollen singen und du tanzt hier Tarantella, komm mit. Ja. Wir warten. Ich komm ja schon. Presto. Komm doch. Und Moment, du. Jacopo und Salvatore holen mich ab. Aha. Hab ich ganz vergessen, wir haben Probe. Hm? Wir sind ein Trio. Leider muss ich gleich gehen. Komm, ich fahr dich runter mit dem Auto. Nein, nein, das lässt du schön bleiben. Geh mit Jacopo. Arrivederci. Arrivederci. Prego. Warum sollte ich Marina denn nicht runterfahren? Hast du eine Ahnung von der sizilianischen Leidenschaft? Hast du denn gar nicht gemerkt, was los ist? Der Junge ist verliebt in Marina und will sie heiraten. Aber sie ihn nicht. Weil du gekommen bist. Ich wollte es dir schon immer sagen. Das mit Marina muss jetzt aufhören. Das Mädel macht sich Hoffnungen. Ach, red doch nicht solchen Unsinn. Aber ich hab doch Augen im Kopf. Du bist auf dem besten Wege, wieder einer deiner berühmten Dummheiten zu machen. Du staunst, dass wir auch haben Schnee in Sizilien. Schnell, Fred. Sonnenaufgang vom Ätna ist wunderschön. Schnell, wir müssen vor Sonne da sein. Na, alter Mann, ist kein D-Zug. Alt, einen so jungen D-Zug habe ich nie gesehen. Oh, il sole, die Sonne. Gnädige Frau, Sie müssen fahren. Überlassen Sie das bitte mir. Ach so. Ach ja, so geht's einem. Da macht man alles mit. Ganzen Sorgen und Aufregung, das Ganze hin und her. Dann heißt es ganz einfach, überlassen Sie das gefälligst mir. Aber Luzchen, ich wollte Sie doch nicht kränken. Und wenn Herr Viscount krank ist? Aber in dem Telegramm steht nichts von Krankheit. Aber bitte, hier steht doch. Fred braucht dich dringend. Komme sofort. Sofort. Dringend. Und das alles telegrafisch. Sie müssen fahren, gnädige Frau. Ich werde es mir überlegen. Nur wenn es dann nur nicht zu spät ist. Thank you.
te lo dirò, o te lo dirò. Mein Freund, buongiorno. Ah, Roberto, na? Ein Eidechse? Roberto. Wo ist denn Marina? Wann singt sie denn? Singt nicht mehr. Was? Salvatore, Frau hat bekommen Bambino. Und darum er trinkt viel, viel Vino. Marina und Jacobo, sie sind böse. Aha. Che bei quadri, comperate le signorina. Salvatore, komm zu dir. Bitte, sei vernünftig. Salvatore, wir müssen singen. Salvatore, komm zu dir. Salvatore. Fred, prego, bitte. Bitte, Fred, Sie müssen uns helfen. Salvatore kommt nicht zu sich, er ist so betrunken. Er hat ja auch allen Grund dazu. Was wird denn nun aus eurem Bett singen? Oh, Fred, Sie kennen doch das Lied. Wir probieren mit Jakob und Sie singen. Prego. Ich singe nicht mit dem fremden Signore. Oh, dieser dumme Kerl, er ist so eifersüchtig. Er will nicht singen für unser Dorn. Sie haben recht, es ist niemand zu Hause. Signora, alles, alles beim Fest. Signor Paolo, Sie finden in Piazza. Gut, dann fahren Sie mich dorthin. Bitte sehr. Jacobo auch noch betrunken. Alles deinetwegen. Ich will ihn nicht. Aber Marina, sei doch vernünftig. Fred bleibt doch auch nur noch ein paar Wochen hier. Dann, Fred kommt. Aha, er hat sich umgezogen. Er wird gewinnen einen Preis für unser Dorf. Bellissimo. Sie schauen aus wie ein echter Sizilianer. Ja. Avanti, avanti, wir sind die Nächsten. Na, ich bin gespannt. Marina, kommst du zurück. Baciare heißt küssen, Marina. Tippe, 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 so ein Glück. Die Sonne, der Mond und die Sterne, die warten mit mir hier am Kai und fragen dein Herz in der Ferne, ist alles mit uns schon vorbei? Ti amo, ti amo, Marina, che bello, wie schön war dich sein. Speranza ist Hoffnung, Marina, tippe, tippe, tin auf ein Leben zu zweit. Tippe, tippe, tin auf ein Leben zu zweit. Baciare heißt küssen, Marina. Tippe, tippe, tin, tippe, tippe, tin, so ein Glück. Die Sonne, der Mond und die Sterne, die warten mit mir hier am Kai
und fragen dein Herz in der Ferne. Ist alles mit uns denn vorbei? Ti amo, Maria. Wo ich jetzt Signor Sperling finde, oder kennen Sie ihn nicht? Wollen Sie kaufen eine Bibel? Oh, Signor Paolo! Ja. Den kennen alle. Das ist unser Amico. Amico, Freund. Er meint Marina, mia Sorella und mich. Die ist auch da, dort bei Signor Fred. Also eine Marina ist es. Signor Paolo! Ja? Signor Paolo, ich suche Sie überall. Eine schöne Signora wartet auf Sie dort bei Mamma Mia. Eine bella Signora. Kann nur Nino sein. Komm. Nino, dass du da bist. Aber warum hast du denn nicht telegrafiert? Ich hätte dich doch vom Flughafen in Catania abgeholt. Aber ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Paulchen. Aber dein Telegramm war ja wohl überflüssig. Meinst du nicht auch? Auf ein Leben zu zweit. Signor Paolo, Signor Fred und Marina, amore, amore. Roberto, du gehst jetzt sofort zu Signor Fred. Nein. Aber ja, natürlich. Und sagst ihm, er hat Besuch aus Wien und er möchte sofort ins Casa Paolo kommen. Prestissimo, verstanden? Si, Signor Paolo, prestissimo. Gut, Junge. Ich komme, Nino. Nein, ich werde sofort wieder zurückfliegen. Aber das kommt gar nicht in Frage. Wir müssen noch in Ruhe über alles reden. Bitte komm. Tippetippetin auf ein Leben zu zweit. Prego, Signorina, la coppa. Oh, grazie. Prego, für Sie. Nein, für dich. Wir wollen fortfahren, weg von vielen Leuten. Wirst du eines Tages auch mit so einem Schiff fahren? Mit Ihnen? Möchte ich, dass Sie mich mitnehmen? Möchte ich immer bei Ihnen sein? Möchtest du das? Ja. Attenzione, attenzione. Il signore Ottone Mignone pregiato di venire al counter dall'Italia. Grazie. Ich bitte dich, Nino, fahr nicht weg, ohne vorher mit ihm zu sprechen. Glaub mir, Paulchen, es hat wirklich keinen Sinn. Aber du siehst doch, die Maschine ist noch nicht mal startbereit. Ein bisschen hättest du noch auf ihn warten können. Nein, ich will nicht. Ja, und mir macht er nachher Vorwürfe. Zurückgehalten. Ich habe alles versucht, aber sie wollte nicht. Sie hat dich nämlich mit Marina gesehen. Ach, Marina, das hättest du ihr doch erklären können. So, nun will ich dir mal was sagen. Ich war nämlich derjenige, der Nino hierher gebeten hat. Ja, bist du verrückt geworden? Ja, weil die Sache mit Marina mir anfing, Sorge zu machen. Ach, eine
kleine Urlaubsromanze. Marina ist ein nettes Mädchen, aber... Na, ich stelle jedenfalls fest, du hast überhaupt nichts zugelernt. Ach, das weißt du ganz genau, dass es für mich nur eine Frau gibt. Das ist Ninon. Und dass sie mich immer noch liebt, steht auch fest, sonst wäre sie nicht hierher gekommen. Morgen fliege ich nach Wien. Na, und Marina? Ich werde mit ihr reden. Hier ist schönes Motiv für Signor Paolo. Hier malt er gern. Schön, nicht wahr? Was hast du, Fred? Marina, wir müssen was in Ruhe besprechen. Sie? Gehen wir nun ans Meer, ja? Ja, zeig dir meinen Lieblingsplatz. Du musst mich vergessen, Marina. Es ist besser für dich. Ich wollte nicht, dass du das alles so ernst nimmst. Sieh, Marina, wir müssen beide vernünftig sein. Du gehörst hierher und ich gehöre in meine Welt. Will ich nicht hierbleiben? Will ich mit? Ich kann dich hier nicht herausreißen, das wäre unverantwortlich. Bitte, bitte, Fred, du musst mich mitnehmen. Glaube mir, du würdest dich dort nur todunglücklich fühlen. Nein, wäre ich doch bei dir. Marina. Ich habe den Frauen nie Glück gebracht. Leb wohl, Marina. Drei Stunden vor Hawaii. Sie raubten 99 Dollar. Du Moment, stopp mal! Aus! Ich möchte das Ganze ein bisschen schneller nehmen, wenn du nichts dagegen hast. Ich glaube, die Nummer verträgt das langsamere Tempo. Was meinst du, Toni? Ich glaube, Fred hat recht. Wir nehmen die Passage schneller. So, und jetzt das Ganze bitte noch mal von vorne und wieder mit Ballett. Am Sonntag, es war 13. November. Da kreuzten sie drei Stunden vor Hawaii. Sie raubten 99 Hula-Mädchen, jedoch dem Käpt'n blieb nicht eine Treu. Da nahm er 60 Liter Muscatelle und trank das ganze Fass alleine aus. Dann fuhr er im Zorn das Schiff über ein Korallenriff und das Schiff versank mit Mann und Maus. Das ist die Ballade vom Seeräuber Jim, der Glück und Liebe nie gekannt. Das ist die Ballade vom Seeräuber Jim, der nie und nimmer Ruhe fand. Fred, ihr könnt Pause machen. Das Ballett bitte weiter. Ach, Nino, komm einen Moment zu mir. Entschuldige, aber ich wollte mich in meiner Garderobe etwas ausruhen. Bitte, Nino. So kann es nicht weitergehen. Ich ertrage es nicht mehr. Was? Du arbeitest neben mir, wir sind dauernd zusammen und behandelst mich, als wenn ich dir völlig fremd wäre. Was hast du eigentlich erwartet nach all dem, was hinter uns liegt? Weißt du, mir ist das Ganze gar nicht mehr so wichtig. Also mit anderen Worten, ich bin dir nicht mehr so wichtig? Kann ich eine Zigarette haben? Du liebst einen anderen? Danke. Ich weiß auch wen. Das ist Toni, nicht wahr?
machen ihn not. Da bist du. Wir müssen noch etwas wegen der Kostüme besprechen. Aber gern, mein Lieber. Ich brauche dich heute nicht mehr. Jacopo. Du willst fort, Marina? Verzeih mir. Ich halte dich nicht. Es hat ja doch keinen Sinn. Hier, nimm. Es soll dir Glück bringen. Grazie. Ja, da geht's am besten die Straßen da runter und wo der Schutzmann steht, bings links ab und dann immer geradeaus. Und dann rechts und dann fragen Sie halt noch einmal. Denn da wird's halt ein bisschen schwieriger. Dankeschön. Gern geschehen. Wiederschauen. Jawohl, Herr Kapellmeister. Wird bestellt. Dankeschön. Hallo, vorne, wo wollen Sie denn hin? Guten Abend. Ich suche Herrn Fred Wiskott. Herr Wiskott? Der ist leider nicht mehr im Theater. Oh, bitte, kann ich die Adresse haben? Leider, die Privatadresse darf ich nicht geben. Ich muss ihn finden heute noch. Wissen Sie was, Fräulein? Wenn Sie da hinausgehen, vis-à-vis der Lindenkeller, dort kommt er gewöhnlich abends immer hin. Oh, danke sehr. Bitte. Trinken wir das Comeback von Nino Lorraine, der bezauberndsten Frau von Wien. Du bist wirklich sehr charmant, Toni. Aber trinken wir doch auf Fred, schließlich ist er doch der Star. Sonst ist er womöglich noch böse. Aber nein, Nino, ich freue mich doch, wenn du wieder ganz groß herauskommst. Wirklich? Ja. Aber der Flirt mit Toni, der passt mir ganz und gar nicht. Was passt dir nicht? Du, hör mal weg, das geht doch gar nicht. Was fällt dir eigentlich ein? Ich kann flirten, so viel und mit wem ich will. Nino, warum kann es nicht wieder so sein wie früher? Ja, wir waren sehr glücklich. Wir können es wieder sein. Im Grunde hat sich nichts zwischen uns geändert. Bitte, Nino. Gut, wir wollen es versuchen. Na, habt ihr euch wieder gefunden? Das ist ein Grund zum Trinken.
doch nicht wahr sein. Das ist doch diese Marina. Du, ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung. Ja, ja, ich glaube schon, aber jetzt wirst du dich um sie kümmern müssen. Entschuldigt mich. Ja, Marina, wie kommst du denn hierher? Na komm, setz dich mal. Komm, setz dich. Na, erzähl mal. Ein süßes Aschenbrödel. Kennst du sie? Ja, ein Mädchen aus Sizilien. Aus Sizilien. Aber was, die sind bis nach Wien nachgereist? Mhm. Dann servus, das ist die nächste Tragödie fällig. Diesmal nicht, Toni. Dafür werde ich sorgen. Bist du mir böse? Nein, das nicht, aber ich weiß nicht, was ich hier mit dir anfangen soll. Guten Abend, ich bin Ninon Lorraine. Fred hat mir schon von Ihnen erzählt. Meinst du nicht, dass man Fräulein Marina mit nach Hause nehmen sollte? Sie ist sicher todmüde. Sie kann ja mein Gästezimmer haben. Das ist großartig von dir. Gehen wir? Ja. Komm, Marina. So. Jetzt zeige ich Ihnen Ihr Zimmer, dann schlafen Sie sich gut aus. Oh, Taumina, da bin ich zu Hause. Da ist es schön. Ja, na, warum sind Sie da nicht dort geblieben? Ich musste kommen. Warum denn? Ich kann nicht ohne ihn leben. Ui, je, dann. Na ja, kommen Sie. So, und da ist jetzt Ihr Zimmer. Rasch ins Bett. Und morgen ist dann auch ein Tag, ja? Ui, je, schöne Bescherung. Warum hast du ihr nicht gesagt, dass sie zurückfahren muss? Ich hab's nicht übers Herz gebracht. Sie tut mir so leid. Aber was soll nun werden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man sehr behutsam mit ihr sein muss. Sie liebt mich doch. Das alles tut mir so leid für dich, Nino. Aber ich kann wirklich nichts dafür. Wenn ich das nicht wüsste, würde ich gar nicht mit dir reden. Für mich ist es auch nicht einfach, Fred, aber wir werden eben versuchen, mit der Situation fertig zu werden. Du bist so zauberhaft. Ich weiß nicht, wie ich dir das danken soll. Ja. Ja, jetzt habe ich das Fräulein aus Sizilien ins Bett gebracht. Danke. Hat sie noch irgendwas gesagt? Ja, weiß Gott, sie hat gesagt, ich kann ohne ihn nicht leben. Gute Nacht. Ich kann ohne dich nicht leben. Das schrieb doch Ellie nur damals auf den Spiegel. Du glaubst doch nicht etwa, dass Marina auch... Immerhin ist sie deinetwegen von Sizilien bis nach Wien gekommen. Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Auf keinen Fall darf noch einmal so etwas Ähnliches passieren wie damals mit Elinor. Gute Nacht, Fred. Gute Nacht, Nina. Und vergiss nicht, dass du mir alles bedeutest. Ja, ist alles für Sie. Das hat Herr Viscott heute früh alles für Sie besorgt. Nur der Mantel fehlt noch. Oh, das macht nichts. Fred ist wunderbar. Wo ist er? Ich will zu ihm. Na, Sie können jetzt nicht stören. Die Herrschaften sind im Theater auf der Probe. Wie lange? Wie lange? Es kommt ganz auf die Laune von Herrn Viscott an. Laune? Ja, große Künstler haben große Launen. Daran werden Sie sich gewöhnen müssen, falls Sie hier bleiben wollen. Tag zu Tag besser. Findest du? Danke. Ja, also kommen wir schon hin. Fred, bitte jetzt noch mal deine Ballade, ja? Soll ich markieren? Markieren? Bin in einer Woche Premiere. Herr Kapellmeister, bitte ab der zweiten Strophe. Am Sonntag, es war 13. November, da kreuzten sie 3 Stunden vor Hawaii. Sie raubten 99 Hula-Mädchen, jedoch dem Käpt'n blieb nicht eine treu.
Da nahm er 60 Liter Muscatelle und trank das ganze Fass alleine aus. Dann fuhr er im Zorn das Schiff. Was ist denn? Entschuldige bitte, wenn hier keine Ruhe herrscht, dann kann ich auch nicht probieren. Ach, da schau her. Das reizende Aschenbrödel aus Sizilien hat sich in eine Prinzessin verwandelt und das schon am Vormittag. Sag mal, was ist denn in dich gefahren? Am Vormittag kommst du in diesem Aufzug hier ins Theater? Bitte geh sofort nach Hause, ja? Nehmen Sie es nicht so tragisch. Eine Woche vor der Premiere ist Fred immer etwas nervös. Ich wollte mich nur bedanken. Ja, ja, aber vielleicht nach der Probe, ne? Soll ich reizen? Ja, die ist wirklich zum Verlieben. Oh, pardon. So allein, schönes Fräulein? Von ihm haben. Weil sie halt alle für ihn schwärmen. Verehrerinnen gehören zur Publicity. So viele? Ja, je mehr, desto besser. Herr Viscott legt größten Wert darauf. Das will ich nicht! Das will ich nicht! Hallo, Fräulein! Aber Marina! Du kannst doch nicht meine Autogrammpost zerreißen. Sie sollen nicht haben, dein Bild! Fräulein, jetzt werde ich Ihnen einmal was sagen. Sie kommen daher, machen einen Riesenwirbel und glauben, Herr Viscott ist nur für Sie allein da. Da sind Sie aber sehr im Irrtum. Aber Luzi. Die kommt daher, macht... Lassen Sie uns mal allein. Bitte gehen Sie. Man wird doch noch seine Meinung sagen dürfen, nicht? Sei nicht böse. Ich weiß, ich hätte es nicht tun sollen. Marina, das Leben ist sehr schwierig für dich hier. Und ich bin unausstehlich. Oh, das Schlimmste ist, nie hast du Zeit für mich. Das ist nun mal in meinem Beruf nicht anders. Und so wird das immer sein? Nie mehr wie in Sizilien? Oh, Fred, ich habe gedacht, wir könnten zusammen sein und so glücklich. Und jetzt? Marina, du hättest eben nicht herkommen dürfen. Oh, Fred! Schau mal, Marina. Nach der Premiere werden wir uns gründlich aussprechen. Bis dahin musst du vernünftig sein, ja? Wirst du nie mehr so nett zu mir sein wie in Sizilien? Wenn ich bin groß, ich werde auch Maler. Ja, das macht man, das gibt nämlich so wenige. Buongiorno, Signor Paolo. Buongiorno. Ach, Jacopo, na, was gibt's denn? Haben Sie gehört von Marina? Ja, sie hat mir geschrieben. Auch an mir. Ich werde ihr einmal besuchen. Ja. Es geht ihr gut? Ja, sie hat schöne Kleider und kann immer fahren, Automobil. Na, also, hörst du, es geht ihr sehr gut. Dann wird sie nicht mehr zu uns zurückkommen. Aber wie kommst du denn darauf, Jacopo? Es hat dir nie so gut bei uns gefallen. Ach, buongiorno, Signor Paolo. Buongiorno, Jacopo. Ja, was ist denn das für ein süßes Tierchen? Du hast gar keine Angst? Nie gehabt. Ich wollte dir bloß den Spaß nicht verderben. Oh, Signor Paolo. Aber Roberto. Wo fahren Sie denn hin? Wo werden Sie schon hinfahren? Ins Theater fahren Sie. Oh, für Ninon hat er immer Zeit. Zu ihr ist er immer nett. Aber ich... Jetzt werde ich Ihnen einmal etwas sagen, Fräulein. Wenn hier jemand das Recht hat, eifersüchtig zu sein, dann ist es die gnädige Frau. Die beiden wollen doch heiraten, jetzt kommen Sie daher, machen alles kaputt. Oh, das ist nicht wahr. Glauben Sie denn, ich lüge? Hat sich schon einmal eine beinahe wegen Herrn Viscott umgebracht. Also bitte machen Sie gefälligst keine Dummheiten. Sie können mich nicht leiden. Sie wollen mir wehtun. Sie sind sehr böse. So, da bitte dann fragen Sie Herrn Viscott selbst. Ja, ich werde sofort gehen zu ihm ins Theater. Nein, Sie gehen nicht ins Theater. Die haben ja heute Premiere. Das ist mir egal. Hallo, Frau? Generalprobe, Tanzprobe, Premiere an einem Tag. Das mache ich nicht nochmal mit. Kommt Marina heute Abend zur Premiere? Ja, Toni soll sich um sie kümmern. Warum hast du noch immer nicht mit ihr gesprochen, Fred? Die brauchen ihn noch. Es wird schwer genug sein. Frau Loren, bitte auf die Bühne. Ja. Du musst es aber noch nicht folgen, ja? Ich verspreche es dir. Denk du jetzt an deinen Auftritt, ja? Hallo, Fred! Hallo, Fred. Hallo! Servus, ihr Süßen! Marina, was willst du denn hier? Ich muss dich unbedingt sprechen. Ist das wahr, dass du Nino heiraten wolltest? Kindchen, ich habe jetzt keine Zeit, dir alles zu erklären. Ich habe heute Abend vor 1000 Menschen zu sehen. Weißt du, was das bedeutet? Das ist mir jetzt gleichgültig. Bitte antworte mir. Herr Viscott, bitte auf die Bühne.
Also, geh in meine Garderobe und warte auf mich. Weinen. Jetzt weiß ich alles. Verzeihen Sie bitte. Oh, Sie konnten ja nichts dafür. Oh, doch, Fred wollte nicht, dass ich komme. Ja, ich weiß. Ich werde nach Hause fahren. Ich gehöre nicht hierher. Sie passen viel besser zu ihm. Sie sind schön und klug und gar nicht eifersüchtig. Oh, ich bin auch eifersüchtig. Ich hätte Ihnen am liebsten die Augen ausgekratzt. Aber jetzt wollen wir gute Freunde sein, ja? Ja. Und Fred, was sagen wir dazu? Heute wird er gar nichts sagen. Heute denkt er nur an die Premiere. Ab von Genghis Khan, nur der Captain war aus Gütersloh. Das ist die Ballade von Seeräuber Jim, der Glück und Liebe nie gekannt. Das ist die Ballade von Seeräuber Jim, der nie und nimmer Ruhe fand. Am Sonntag, es war 13. November, da kreuzten sie 3 Stunden vor Hawaii. Sie raubten 99 Hula-Mädchen, jedoch dem Käpt'n blieb nicht eine treu. Da nahm er 60 Liter Muscatelle und trank das ganze Fass alleine aus. Dann fuhr er im Zorn das Schiff über ein Korallenriff und das Schiff versank mit Mann und Maus. Das ist die Ballade vom Seeräuber-Tim, der Glück und Liebe nie gekannt. Das ist die Ballade von Seeräuber Jim, der nie und nimmer Ruhe fand. Die Kerle schluckten anstatt drum jetzt Wasser, nur Jim hielt sich an einem Haifisch fest. Der Meerjungfrau, so sagt man, sei's gewesen, die ihn nun niemals mehr nach oben lässt. Er haust nun auf dem kühlen Meeresgrunde und schnappt den alten Neptun, wo er kann. Hat Kinder von der Meerjungfrau mit Haaren grün und Augen blau und spielt Skat mit dem Klabautermann. Das ist die Ballade vom Seeräuber Jim, der Glück und Liebe nie gekannt.
Das ist die Ballade von Seeräuber Jim, der nie und nimmer Ruhe fand. Wow, wow. Gesetzt. Sie war übrigens sehr tapfer. Du glaubst gar nicht, was ich mir für Sorgen um dieses Mädchen gemacht habe. Dass es noch Frauen wie dich gibt. Aber leider lieben sie ja immer den Falschen. Marina ist fort, nicht wahr? Ja, sie ist abgereist. Sie hat eingesehen, dass sie hier nicht hergehört. Arme kleine Marina. Es ist besser für sie, nicht wahr? Du hast dich wunderbar benommen. Das werde ich dir nie vergessen. Kinder, zieht euch um. Es geht weiter. Mein Herz bleibt in der Heimat, bleibt immer in der Heimat. Und meine ganze Liebe bleibt ewig bei dir. Ich warte in der Ferne, so oft die fremden Sterne, wann fährt ein Schiff nach Hause zu dir? Ich suchte Glück in fremden Ländern, ruhelos Jahr aus Jahr ein. Ich wollte sogar die Welt verändern, doch ohne dich blieb ich allein. Mein Herz bleibt in der Heimat, bleibt immer in der Heimat. Und du bleibst alle Zeit nun bei da.
war es sein, von dir geliebt zu werden. Denn meine Liebe, die ist dein, solang ich leb auf Erden. Ich glaub dich. Ich hab geglaubt, ich dachte... Du Kindchen, was hast dir da nur eingeredet? Mach doch keine Geschichte. Sei vernünftig, ja? Bitte schön, Herr Wiskott. Ach, schön, dass du da bist. Stell dir vor, 18 Vorhänge habe ich da. Bei der letzten Vorstellung allerhand. Gratuliere. Ein Kunststück. Von meiner Inszenierung. Herr Wiskott, bitte noch mal auf die Bühne. Die Leute geben keine Ruhe. Na bitte. Deine Inszenierung. Nino, komm doch mit. Das letzte Lied der Spielzeit möchte ich nur für dich singen. Ja. Den Frack, Herr Wiskott. Zwischen uns geändert. Bitte, Nino. Gut, wir wollen es versuchen. Na, habt ihr euch wieder gefunden? Das ist ein Grund zum Trinken. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch diese Marina. Du, ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube schon, aber jetzt wirst du dich um sie kümmern müssen. Entschuldigt mich. Ja, Marina, wie kommst du denn hierher? Na komm, setz dich mal. Komm, setz dich. Na, erzähl mal. Ein süßes Aschenbrödel. Kennst du sie? Ja. Ein Mädchen aus Sizilien. Aus Sizilien? Aber was, die sind bis nach Wien nachgereist? Mhm. Dann ist ja was, das ist die nächste Tragödie fällig. Diesmal nicht, Toni. Dafür werde ich sorgen. Bist du mir böse? Nein, das nicht, aber ich weiß nicht, was ich hier mit dir anfangen soll. Guten Abend. Ich bin Ninon Lorraine. Fred hat mir schon von Ihnen erzählt. Meinst du nicht, dass man Fräulein Marina mit nach Hause nehmen sollte? Sie ist sicher todmüde. Sie kann ja mein Gästezimmer haben. Das ist großartig von dir. Gehen wir? Ja. Komm, Marina. So, jetzt zeige ich Ihnen Ihr Zimmer, dann schlafen Sie sich gut aus. Oh, Taumina, da bin ich zu Hause, da ist es schön. Ja, na, warum sind Sie da nicht dort geblieben? Ich musste kommen.
Warum denn? Ich kann nicht ohne ihn leben. Oh je, dann. Na ja, kommen Sie. So, da ist jetzt Ihr Zimmer. Rasch ins Bett. Und morgen ist dann auch ein Tag, ja? Oh Jäger, schöne Bescherung. Warum hast du ihr nicht gesagt, dass sie zurückfahren muss? Ich hab's nicht übers Herz gebracht. Sie tut mir so leid. Aber was soll nun werden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man sehr behutsam mit ihr sein muss. Sie liebt mich doch. Das alles tut mir so leid für dich, Nino. Aber ich kann wirklich nichts dafür. Wenn ich das nicht wüsste, würde ich gar nicht mit dir reden. Für mich ist es auch nicht einfach, Fred, aber wir werden eben versuchen, mit der Situation fertig zu werden. Du bist so zauberhaft. Ich weiß nicht, wie ich dir das danken soll. Ja. Ja, jetzt habe ich das Fräulein aus Sizilien ins Bett gebracht. Danke. Hat sie noch irgendwas gesagt? Ja, gut. Danke. So wie ich dich kenne, willst du jetzt was zu trinken? Hm? Stimmt. Ich bin wie immer am Verdursten. Dann wollen wir mal sehen, was die Theaterwaffe für uns hat. Gibt's was Neues? Nee. Aber ich habe was für dich. Oh, fein. Was denn? Also stell dir mal vor, eine Galionsfigur, eine Seejungfer am Bug eines Piratenschiffs, das eben auf ein Riff aufgelaufen ist. Nicht schlecht. Und weiter? Ja, der Anführer der Piraten ist ein toller Bursch, der singt und... Aha. Und der Pirat ist natürlich Fred. wie du das sofort begriffen hast. Ja, sehr gut, er singt und plötzlich wirst du lebendig und tanzt. Ausgeschlossen. Ich werde mit Fred nicht mehr auftreten. Komm her mal zu. Schau, du weißt genau, es ist nicht einfach, ein Engagement zu bekommen. Und wenn du mit Fred auftrittst, dann ist das eine Chance für dich. Sei doch vernünftig. Nein, ich will nicht. Seinetwegen habe ich damals aufgehört. Aber wenn es um Erfolg geht, dann muss man ihm private Gefühle zurückstellen. Dass gerade du mir sowas vorschlägst, Toni. Ja, ich bin halt ein bisschen charakterlos, wenn es ums Theater geht. Ja, du vielleicht, aber ich nicht. Ich trete mit Fred nicht mehr auf. So, weißt du, was das bedeutet? Was? Dass du ihn immer noch liebst. Ach, das ist doch nicht wahr. Ja, wenn Fred dir als Mann nichts bedeuten würde, dann hättest du überhaupt keine Hemmungen, mit ihm aufzutreten. Habe ich recht? Nein. Aber bitte, wenn du das denkst, ich werde mit ihm wieder auftreten. Gut. Weißt du, was mir dir so gut gefällt? Hm? Dass man sich nie bei dir auskennt. Hast du das her? Das geht dich nichts an. Gib her. Nein. Trägt sein Lied der Sehnsucht weit über Meer und Land. Diao, Diao, Marina, ritorna,
Jahre kommst du zu mir. Was Jahre heißt, wissen Marina. Tippe, 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 so ein Glück. Die Sonne, der Mond und die Sterne, die warten mit mir hier am Kai. Und frage dein Herz in der Ferne, ist alles mit uns denn vorbei? Ti amo, Marina, che bello, wie schön war die Zeit. Speranza ist Hoffnung, Marina, tippe, tippe, tippe auf ein Leben zu zweit. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo. Die Sonne, der Mond und die Sterne, mit mir hier am Kai und frage dein Herz in der Ferne, ist alles mit uns denn vorbei? Ti amo, Marina, che bello, wie schön war die Zeit. Speranza ist Hoffnung, Marina, tippe, tippe, tippe auf mein Leben zu zweit. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, auf ein Leben zu zweit. Sag mal, kommt mir das nur so vor oder bist du wirklich hübscher geworden? Ich glaube, es wird höchste Zeit, dass du deinen Jacopo heiratest. Oh, das ist nicht mein Jacopo. Na, das werden wir ja sehen. Jetzt stell dich mal vor allen Dingen wieder richtig hin. Schließlich ist er ja kein Baby mehr. Und überhaupt, wenn mir einer jeden Tag so schöne Rosen schicken würde, aber... Ja? Oh, Verzeihung. Sie? Warum schauen Sie denn so grantig? Ich habe schon meine Gründe. Wie kommen Sie überhaupt da herein? Ja, durch die Tür draußen, die war offen. Dann bist du hier endlich, Toni. Entschuldige, Firma, ich habe mich verspätet. Macht nichts, komm, setz dich. Also bei bester Laune scheinst du aber auch nicht zu sein. Also stell dir vor, die Luzi, die bildet sich ein, dass ich mich mit Fred wieder versöhnen sollte. Nur weil er mir täglich gelbe Rosen schickt. Na, wieso weißt du, dass sie von ihm sind? Es ist doch kein Absender dabei. Woher weißt du, dass kein Absender dabei ist? Bitte? Weil sie von mir sind. Ich hoffe, du verzeihst das den Rosen. Die sind von dir? Ja. Ach, du bist wirklich ein netter Kerl, Tom. Ja, das bin ich und ich weiß es auch. Sag, wovon wolltest du also mit mir sprechen? Ja, weißt du, so komisch es klingen mag, aber ich denke an unser Gespräch von neulich. Mhm. Jetzt ist es soweit, ich will wieder tanzen. Und du musst mir dabei helfen, ja? Naja, aber das wird nicht sehr einfach sein. Du hast doch immerhin 2 Jahre pausiert. Naja, deswegen bitte ich dich um deine Unterstützung, wenn ich in Form bin. Ja, ja, gut, ich hab's dir versprochen. Ist doch etwas Schönes um den Gleichklang zweier Seelen, nicht wahr? Ein Eidechse, da! Mich kannst du damit nicht erschrecken. Du lass sie laufen, komm. No, das ist behalten für Signor Paolo. Du bist ein Lausejunge. Du nicht verheiratet? Mm-mm. Aber du hast Kinder. Auf was für Ideen du kommst. Ich, wenn so groß wie du. Ich will haben 10 Buben und keine Mädchen. Warum denn nicht? Die Mädchen, ich kann gar nicht leiden. Mit die man kann nicht einmal spielen. Hast du eine Ahnung? Signor Fred, Signor Fred, die Post. Fred. Dankeschön. Du, Roberto, hol mir den Postkorb, ja? Va bene. Schreiben Sie auch Leute aus Amerika? Ja. Waren Sie schon einmal da? Ja. Ich habe schon in vielen Städten gesungen. New York, London, Paris, Berlin. Aber zu Hause bin ich in Wien. Schau mal, in diesem Theater trete ich auf. Schön. Schön. Da, bitte. Dankeschön. Die schönen Illustrierten. Wollt ihr welche haben? Bitte. Na, nehmt euch doch. Sag mal, wie wär's denn, wenn du deine Post mal öffnen würdest?
Warum denn? Von Ninon ist doch sowieso nichts dabei und alles andere interessiert mich. Ach, nun bade doch nicht immer in deinem Seelenschmerz. Geh lieber ins Wasser. Das mache ich sowieso. Wien, nicht wahr? Mhm. Eine schöne Stadt. Erzählen Sie bitte. Jetzt nicht, jetzt habe ich keine Zeit. Roberto, komm mit, komm. Sie, sie. Ich glaube, es ist Eleonore. Sie ist vorhin in die Garderobe gegangen. Eleonore? So, was sucht die denn in deiner Garderobe? Eleonore! Mach auf! Hörst du mich nicht? Wenzel, holen Sie sofort einen Arzt, sofort! Nino, kann ich noch einen Moment zu dir rüberkommen? Ja, es ist wohl nötig, dass wir miteinander sprechen. Bitte können Sie mich mit Herrn Dr. Frank verbinden. Hier ist Nino und Lorraine. Guten Abend, Herr Doktor. Wie geht's der Kleinen? Ja? Ja? Also keine Gefahr mehr. Gott sei Dank. Ja, ich werde Sie morgen besuchen. Danke, Herr Doktor. Gute Nacht. Und solch einen Schrecken einzujagen. Wie konnte sie das nur tun? Wie konntest du das nur tun? Deinetwegen wäre das arme Mädchen beinahe gestorben. Ich konnte doch nicht ahnen, dass Ellie nur einen kleinen Flirt so ernst nimmt. Du mit deinen ewigen Flirts. Na, hör mal, die bedeuten doch nichts weiter, wenn sich jeder gleich das Leben nehmen wollte. Ich kenne dich nicht wieder. Fred, ich bitte dich, sag nicht solche Sachen. Ich weiß, dass du leichtsinnig bist, aber dass du so herzlos sein kannst, das wusste ich nicht. Verzeih mir, aber es ist nicht meine Schuld, wenn das Mädel sich was einbildet. Und mach doch kein Drama draus. Wie du redest. Nino. Du weißt doch, dass ich dich liebe und dass ich dich brauche. Das hast du mir schon so oft gesagt. Bitte, wir werden wegfahren und das alles vergessen. Nein. Nein, fahr du nur alleine deine Ferien. Aber wir wollen doch heiraten. Nein, Fred. Ein Mann, der so bedenkenlos handelt wie du, den kann ich nicht heiraten. Nino. Entschuldige, aber du wirst allein nach Sizilien fahren müssen. Junggesellenhaushalt. Und hin und wieder steht es mir auch Modell. Ich zeige mir morgen ein paar Bilder von dir, ja? So, Kinderchen, ich brauche euch nicht mehr. Ihr könnt jetzt gehen. Komm, Roberto. Arrivederci. Arrivederci. Mama Mia, mir gegeben, zwei Bilder ist verkauft. Na, was sagst du dazu? Schon wieder zwei Bilder verkauft. Tja, das Geschäft flüht. Ja? Für dich. Wie, sieh mal so, was macht er nun immer? Gib mir mal so eine nackte Eidechse in die Hand. Aber dabei bin ich mit den beiden sehr befreundet. Es lebt nur noch die Mutter von denen, weißt du? Die hat unten in einem Verkaufsstand unten im Dorf. Und da verkauft ihr so Souvenirs, Andenken und natürlich auch meine Bilder. So, jetzt wollen wir mal sehen, was hier herausgesprungen ist. Na bitte, besser als gar nicht. Ach, entschuldige, jetzt rede ich aber auch dauernd von mir. Und dabei will ich doch von dir so viel wissen. Sag mal, wie geht es Ninon? Was macht sie? Sie hat sich von mir getrennt. Na, das ist doch wohl nicht möglich. Jetzt, so kurz vor der Hochzeit? Das war meine Schuld. Das war eine Geschichte mit einer anderen Frau. Aha. Ach komm, jetzt setzen wir uns erstmal hin und trinken einen Schluck Wein, was? Du, das ist ja ein Paradies. Ja, ich habe auch hier die schönste Aussicht. Sieh mal, das da drüben ist der Ätna. Im Moment ist er ein bisschen benebelt. Das bin ich auch manchmal. Die Einwohner nennen ihn Gott des Feuers. Manchmal spuckt er nämlich ein bisschen. Und da unten wohnen die beiden. Wer? Na, Marina und der Junge. Hey, Jacopo! Hallo, Marina! Bei Signor Paolo ist ein Herr mit einem großen Auto angekommen. Una bella macchina. Roberto! Roberto, komm her! Ciao! Ach,
nimm es doch nicht so ernst. Ich kenne doch Ninon. Wenn du zurückkommst, ist alles in besser Ordnung. Nein, nein, diesmal ist es sehr ernst. So, nur will ich dir mal was sagen, mein lieber Fred. Ich war mal beinahe 7 Jahre lang verlobt. Deshalb bin ich ja doch Junggeselle geblieben. Und in diesen 7 Jahren, da habe ich aber die Frauen kennengelernt, aus dem FF, du. Paulchen, du meinst es ja gut, aber lass uns doch von was anderem reden, ja? Prost. Bei Ninon und bei dir ist die Situation natürlich eine ganz andere. Aber ich bin fest davon überzeugt, Ninon wird dir schon verzeihen. Nicht nur diese letzte Dummheit, nein. Auch alle die, die danach noch kommen werden. Nein, ich werde mich nie wieder verlieben. Buonasera. Aber warum kommst du denn jetzt noch mal rauf, mein Kind? Ja, ihr Freund ist doch da und dachte ich, sie werden Wein brauchen. Na, was sagst du zu dem Mädel, Fred, was? Die hat doch einen sechsten Sinn, nicht? Wir haben nämlich gerade die letzte Flasche ausgetrunken, weißt du? Komm, setz dich doch ein bisschen zu uns, Marina. Grazie. Bitteschön, ja. Warum, er ist weggegangen? Er böse? Dein böse nicht. Oh, Marina. Ritorna, wann kommst du zurück? Baciare heißt küssen, Marina. Tippe, tippe, tin, tippe, tippe, tin, so ein Glück. Die Sonne, der Mond und die Sterne, die warten mit mir hier am Kai. Und fragen dein Herz in der Ferne, ist alles mit uns denn vorbei? Ti amo, Marina. Wo ich jetzt Signor Sperling finde, oder kennen Sie ihn nicht? Wollen Sie kaufen, eine Bi? Oh, Signor Paolo! Ja. Den kennen alle. Das ist unser Amico. Amico, Freund. Er meint Marina, mia Sorella und mich. Die ist auch da, dort bei Signor Fred. Also eine Marina ist es. Signor Paolo! Ja? Signor Paolo, ich suche Sie überall. Eine schöne Signora wartet auf Sie dort bei Mamma Mia. Eine bella Signora. Kann nur Ninon sein. Komm. Ninon, dass du da bist. Aber warum hast du denn nicht telegrafiert? Ich hätte dich doch vom Flughafen in Catania abgeholt. Aber ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Paulchen. Aber dein Telegramm war ja wohl überflüssig. Meinst du nicht auch? Auf ein Leben zu zweit. Signor Paolo, Signor Fred und Marina, amore, amore. Roberto, du gehst jetzt sofort zu Signor Fred. Nein. Aber ja, natürlich. Und sagst ihm, er hat Besuch aus Wien und er möchte sofort ins Casa Paolo kommen. Prestissimo, verstanden? Si, Signor Paolo, prestissimo. Gut, Junge. Ich komme, Nino. Nein, ich werde sofort wieder zurückfliegen. Aber das kommt gar nicht in Frage. Wir müssen noch in Ruhe über alles reden. Bitte komm. Tippe, tippe, tin, auf ein Leben zu zweit. Prego, Signorina, la coppa. Oh, grazie. Prego, für Sie. Nein, für dich. Wir wollen fortfahren, weg von vielen Leuten. Nicht, dass du mir alles bedeutest. Ist alles für Sie. Das hat Herr Wiskott heute früh alles für Sie besorgt. Nur der Mantel fehlt noch. Oh, das macht nichts. Fred ist wunderbar. Wo ist er? Ich will zu ihm. Na, Sie können jetzt nicht stören. Die Herrschaften sind im Theater auf der Probe. Wie lange? Wie lange? Es kommt ganz auf die Laune von Herrn Wiskott an. Laune? Ja. Große Künstler haben große Launen. Daran werden sie sich gewöhnen müssen, falls sie hier bleiben wollen.
Tag zu Tag besser. Findest du? Danke. Ja, also kommen wir schon hin. Fred, bitte jetzt nochmal deine Ballade, ja? Soll ich markieren? Markieren? Wir haben in einer Woche Premiere. Herr Kapellmeister, bitte ab der zweiten Strophe. Am Sonntag, es war 13. November, da kreuzten sie 3 Stunden vor Hawaii. Sie raubten 99 Hula-Mädchen, jedoch dem Käpt'n blieb nicht eine Treu. Da nahm er 60 Liter Muscatelle und trank das ganze Fass alleine aus. Dann fuhr er im Zorn das Schiff. Was ist denn? Entschuldige bitte, wenn hier keine Ruhe herrscht, dann kann ich auch nicht probieren. Ah, da schau her. Das reizende Aschenbrödel aus Sizilien hat sich in eine Prinzessin verwandelt und das schon am Vormittag. Sag mal, was ist denn in dich gefahren? Am Vormittag kommst du in diesem Aufzug hier ins Theater? Bitte geh sofort nach Hause, ja? Nehmen Sie es nicht so tragisch. Eine Woche vor der Premiere ist Fred immer etwas nervös. Ich wollte mich nur bedanken. Ja, ja, aber vielleicht nach der Probe, ne? Ich reize. Ja, die ist ja wirklich zum Verlieben. Oh, pardon. So allein, schönes Fräulein? Von ihm haben. Weil sie halt alle für ihn schwärmen. Verehrerinnen gehören zur Publicity. So viele? Ja, je mehr, desto besser. Nino, lach mir einmal zu. Keine andere Frau lacht so süß wie du. Ich möchte dich küssen, Nino, erhöre mich. Du musst doch wissen, Nino, ich lieb nur dich. Nino, lach mir einmal zu, denn mein schönster Traum auf der Welt bist du, Nino, lach mir einmal zu. Keine andere Frau der Welt lacht so. Morgen. Morgen, Luzi. Ach, legen Sie noch ein zweites Gedeck auf. Wozu? Herr Weinheber kommt. Was, schon zum Frühstück? Ja, ich habe was mit ihm zu besprechen. Ah, das wird er schon sein. Mhm. Dann machen Sie auf, Luzi. Ja, bitte. Danke, Frau. Guten Morgen. Für Sie ist heute leider nichts. Aber da wäre die Post für Herrn Witzkott. Da hätten wir noch 2 Unterschriften für ihn. Ich unterschreibe nicht mehr für Herrn Witzkott. Aber Sie haben doch bis jetzt immer unterschrieben. Ja, aber ich habe die Postvollmacht jetzt zurückgegeben. Ach so. Hier ist seine Ferienadresse und von jetzt ab geht alle Post dorthin. Ja, werden wir es noch schicken. Hier ist die Hand. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Da hätte ich noch ein schönes Kater für Sie. Was? Für mich? Ja. Jö, von Herrn Witzkott. Schauen Sie, meine Frau, wie schön es da ist. Herr, gib einen Moment da. Ja, Herr Gerber, es ist alles aus und vorbei, nicht? Und ich bin die Leidtragende. Mich haben Sie gemeinsam als Wirtschafterin engagiert und jetzt bitte, ich kann mich ja nicht zerreißen, nicht? Die Liebe ist eben ein Ringelspiel. Ja. Sie müssen heute versuchen, die beiden wieder zusammenzubringen. Ja. Werden wir sehen. Wiedersehen, Herr Gerber.
Jawohl, Herr Kapellmeister. Wird bestellt. Dankeschön. Hallo, Fräulein, wo wollen Sie denn hin? Guten Abend. Ich suche Herrn Fred Wiskott. Herr Wiskott? Der ist leider nicht mehr im Theater. Oh, bitte, kann ich die Adresse haben? Leider, die Privatadresse darf ich nicht geben. Ich muss ihn finden heute noch. Wissen Sie was, Fräulein? Wenn Sie da hinausgehen, vis-à-vis ist der Lindenkeller. Dort kommt er gewöhnlich abends immer hin. Oh, danke sehr. Bitte. Trinken wir das Comeback von Nino Lorraine, der bezauberndsten Frau von Wien. Du bist wirklich sehr charmant, Toni. Aber trinken wir doch auf Fred, schließlich ist er doch der Star. Sonst ist er womöglich noch böse. Aber nein, Nino, ich freue mich doch, wenn du wieder ganz groß herauskommst. Wirklich? Ja. Aber der Flirt mit Toni, der passt mir ganz und gar nicht. Was passt dir nicht? Du hör mal weg, das geht doch gar nicht. Was fällt dir eigentlich ein? Ich kann flirten, so viel und mit wem ich will. Nino, warum kann es nicht wieder so sein wie früher? Ja, wir waren sehr glücklich. Wir können es wieder sein. Im Grunde hat sich nichts zwischen uns geändert. Bitte, Nino. Gut, wir wollen es versuchen. Na, habt ihr euch wieder gefunden? Das ist ja ein Grund zum Trinken. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch diese Marina. Du, ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung. Ja, ja, ich glaube schon, aber jetzt wirst du dich um sie kümmern müssen. Entschuldigt mich. Ja, Marina, wie kommst du denn hierher? Na komm, setz dich mal. Komm, setz dich. Na, erzähl mal. Ein süßes Aschenbrödel. Kennst du sie? Ja, ein Mädchen aus Sizilien. Aus Sizilien? Aber was, die sind bis nach Wien nachgereist? Mhm. Dann servus, das ist die nächste Tragödie fällig. Diesmal nicht, Toni. Dafür werde ich sorgen. Bist du mir böse? Nein, das nicht, aber ich weiß nicht, was ich hier mit dir anfangen soll. Guten Abend, ich bin Ninon Lorraine. Fred hat mir schon von Ihnen erzählt. Meinst du nicht, dass man Fräulein Marina mit nach Hause nehmen sollte? Sie ist sicher todmüde. Sie kann ja mein Gästezimmer haben. Das ist großartig von dir. Gehen wir? Ja. Komm, Marina. So. Zeige ich Ihnen Ihr Zimmer, dann schlafen Sie sich gut aus. Oh, Taumina, da bin ich zu Hause, da ist es schön. Ja, na, warum sind Sie da nicht dort geblieben? Ich musste kommen. Warum? Denn im Grunde hat sich nichts zwischen uns geändert. Bitte, Nino. Gut, wir wollen es versuchen. Na, habt ihr euch wieder gefunden? Das ist ja ein Grund zum Trinken. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch diese Marina. Du, ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung. Ja, ja, ich glaube schon, aber jetzt wirst du dich um sie kümmern müssen. Entschuldigt mich. Ja, Marina, wie kommst du denn hierher? Na komm, setz dich mal. Komm, setz dich. Na, erzähl mal. Ein süßes Aschenbrödel. Kennst du sie? Ja, ein Mädchen aus Sizilien. Aus Sizilien? Aber was, die sind bis nach Wien nachgereist? Mhm. Dann servus, das ist die nächste Tragödie fällig. Diesmal nicht, Toni. Dafür werde ich sorgen. Bist du mir böse? Nein, das nicht, aber ich weiß nicht, was ich hier mit dir anfangen soll. Guten Abend, ich bin Ninon Lorraine. Fred hat mir schon von Ihnen erzählt. Meinst du nicht, dass man Fräulein Marina mit nach Hause nehmen sollte? Sie ist sicher todmüde. Sie kann ja mein Gästezimmer haben. Das ist großartig von dir. Gehen wir? Ja. Komm, Marina. So. Jetzt zeige ich Ihnen Ihr Zimmer, dann schlafen Sie sich gut aus. Oh, Taumina, da bin ich zu Hause. Da ist es schön. Ja, na, warum sind Sie da nicht dort geblieben? Ich musste kommen. Warum denn? Ich kann nicht ohne ihn leben. Ui, Jägerl. Naja, kommen Sie. So, da ist jetzt Ihr Zimmer. Rasch ins Bett. Morgen ist dann auch ein Tag, ja? Ui, Jägerl, schöne Bescherung. Warum hast du ihr nicht gesagt, dass sie zurückfahren muss? Ich hab's nicht übers Herz gebracht.
Sie tut mir so leid. Aber was soll nun werden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man sehr behutsam mit ihr sein muss. Sie liebt mich doch. Das alles tut mir so leid für dich, Nino. Aber ich kann wirklich nichts dafür. Wenn ich das nicht wüsste, würde ich gar nicht mit dir reden. Für mich ist es auch nicht einfach, Fred, aber wir werden eben versuchen, mit der Situation fertig zu werden. Du bist so zauberhaft. Ich weiß nicht, wie ich dir das danken soll. Ja. Ja, jetzt habe ich das Fräulein aus Sizilien ins Bett gebracht. Danke. Hat sie noch irgendwas gesagt? Ja. Was ist denn? So gespürt, Herr Miss Scott. Ich dachte, die gnädige Frau... Aber Gänse, schließ mich doch nicht ein. Ich glaube, es ist Eleanor. Sie ist vorhin in die Garderobe gegangen. Eleanor? So, was sucht die denn in deiner Garderobe? Eleanor! Mach auf! Hörst du mich nicht? Wenzel, holen Sie sofort einen Arzt. Sofort! Nino, kann ich noch einen Moment zu dir rüberkommen? Ja, es ist wohl nötig, dass wir miteinander sprechen. Bitte können Sie mich mit Herrn Dr. Frank verbinden. Hier ist Nino und Lorraine. Guten Abend, Herr Doktor. Wie geht's der Kleinen? Ja? Ja? Also keine Gefahr mehr. Gott sei Dank. Ja, ich werde Sie morgen besuchen. Danke, Herr Doktor. Gute Nacht. Und solch einen Schrecken einzujagen. Wie konntest du das nur tun? Wie konntest du das nur tun? Deinetwegen wäre das arme Mädchen beinahe gestorben. Ich konnte doch nicht ahnen, dass Eleanor einen kleinen Flirt so ernst nimmt. Du mit deinen ewigen Flirts. Na, hör mal, die bedeuten doch nichts weiter, wenn sich jeder gleich das Leben nehmen wollte. Ich kenne dich nicht wieder. Fred, ich bitte dich, sag nicht solche Sachen. Ich weiß, dass du leichtsinnig bist, aber dass du so herzlos sein kannst, das wusste ich nicht. Verzeih mir, aber es ist nicht meine Schuld, wenn das Mädel sich was einbildet. Und mach doch kein Drama draus. Wie du redest. Nino. Du weißt doch, dass ich dich liebe und dass ich dich brauche. Das hast du mir schon so oft gesagt. Bitte, wir werden wegfahren und das alles vergessen. Nein. Nein, fahr du nur alleine deine Ferien. Aber wir wollen doch heiraten. Jawohl, Herr Kapellmeister. Wird bestellt. Dankeschön. Hallo, Fräulein, wo wollen Sie denn hin? Guten Abend. Ich suche Herrn Fred Wiskott. Herr Wiskott? Der ist leider nicht mehr im Theater. Oh, bitte, kann ich die Adresse haben? Leider, die Privatadresse darf ich nicht geben. Ich muss ihn finden heute noch. Wissen Sie was, Fräulein? Wenn Sie da hinausgehen, vis-à-vis der Lindenkeller, dort kommt er gewöhnlich abends immer hin. Oh, danke sehr. Bitte. Trinken wir das Comeback von Nino Lorraine, der bezauberndsten Frau von Wien. Du bist wirklich sehr charmant, Toni. Aber trinken wir doch auf Fred, schließlich ist er doch der Star. Sonst ist er womöglich noch böse. Aber nein, Nino, ich freue mich doch, wenn du wieder ganz groß herauskommst. Wirklich? Ja.
Aber der Flirt mit Toni, der passt mir ganz und gar nicht. Was passt dir nicht? Du, hör mal weg, das geht doch gar nicht. Was fällt dir eigentlich ein? Ich kann flirten, so viel und mit wem ich will. Nino, warum kann es nicht wieder so sein wie früher? Ja, wir waren sehr glücklich. Wir können es wieder sein. Im Grunde hat sich nichts zwischen uns geändert. Bitte, Nino. Gut, wir wollen es versuchen. Na, habt ihr euch wieder gefunden? Das ist ja ein Grund zum Trinken. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch diese Marina. Du, ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube schon, aber jetzt wirst du dich um sie kümmern müssen. Entschuldigt mich. Ja, Marina, wie kommst du denn hierher? Na komm, setz dich mal. Komm, setz dich. Na, erzähl mal. Ein süßes Aschenbrödel. Kennst du sie? Ja, ein Mädchen aus Sizilien. Aus Sizilien? Aber was, die sind bis nach Wien nachgereist? Mhm. Dann ist ja was, das ist die nächste Tragödie fällig. Diesmal nicht, Toni. Dafür werde ich sorgen. Bist du mir böse? Nein, das nicht, aber ich weiß nicht, was ich hier mit dir anfangen soll. Guten Abend, ich bin Ninon Lorraine. Fred hat mir schon von Ihnen erzählt. Meinst du nicht, dass man Fräulein Marina mit nach Hause nehmen sollte? Sie ist sicher todmüde. Sie kann ja mein Gästezimmer haben. Das ist großartig von dir. Gehen wir? Ja. Komm, Marina. Ja, du hast gewonnen. Marina? Herr Potsch, hast du gewonnen, aber bei Marina? Sie weiß, wo sie hingehört. Der Fremde wird nicht mehr lange bleiben. Marina ist etwas Besonderes. Pass auf, dass er sie dir nicht wegnimmt. Komm, spielen wir weiter. Ach, genug für heute. Glaubst du, Marina wird mit uns singen? Natürlich, sie hat es doch versprochen. Dann sag ihr Bescheid wegen der Probe, ja? Ja, ciao. Am Verdursten. Dann wollen wir mal sehen, was die Theaterwaffe für uns hat. Gibt's was Neues? Nee. Aber ich habe was für dich. Oh, fein. Was denn? Also stell dir mal vor, eine Galionsfigur, eine Seejungfer am Bug eines Piratenschiffs, das eben auf ein Riff aufgelaufen ist. Nicht schlecht. Und weiter? Ja, der Anführer der Piraten ist ein toller Bursch, der singt und... Aha. Und der Pirat ist natürlich Fred. Wie du das sofort begriffen hast. Ja, sehr gut. Er singt und plötzlich wirst du lebendig und tanzt. Ausgeschlossen. Ich werde mit Fred nicht mehr auftreten. Komm einfach mal zu. Schau, du weißt genau, es ist nicht einfach, ein Engagement zu bekommen. Und wenn du mit Fred auftrittst, dann ist das eine Chance für dich. Sei doch vernünftig. Nein, ich will nicht. Seinetwegen habe ich damals aufgehört. Aber wenn es um Erfolg geht, dann muss man ihm private Gefühle zurückstellen. Dass gerade du mir sowas vorschlägst, Toni. Ja, ich bin halt ein bisschen charakterlos, wenn es ums Theater geht. Ja, du vielleicht, aber ich nicht. Ich trete mit Fred nicht mehr auf. So, weißt du, was das bedeutet? Was? Dass du ihn immer noch liebst. Oh, das ist doch nicht wahr. Ja, wenn Fred dir als Mann nichts bedeuten würde, dann hättest du überhaupt keine Hemmungen, mit ihm aufzutreten. Habe ich recht? Nein. Aber bitte, wenn du das denkst, ich werde mit ihm wieder auftreten. Gut. Weißt du, was mir dir so gut gefällt? Dass man sich nie bei dir auskennt. Der Südwind trägt sein Lied der Sehnsucht weit über Meer und Land.
man kommt sie zu. Baggiare heißt diese Marina. Tippe, 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 so ein Glück. Die Sonne, der Mond und die Sterne, die warten mit mir hier am Kai. Und frage dein Herz in der Ferne, ist alles mit uns denn vorbei? Ti amo, Marina, che bello, wie schön war die Zeit. Speranza ist Hoffnung, Marina, tippe, tippe, tippe auf ein Leben zu zweit. Diabo, 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 Diabo. Die Sonne, der Mond und die Sterne, mit mir hier am Kai und frage dein Herz in der Ferne, ist alles mit uns denn vorbei? Ti amo, Marina, che bello, wie schön war die Zeit. Speranza ist Hoffnung, Marina, tippe, tippe, tippe auf mein Leben zu zweit. Diabo, 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 auf ein Leben zu zweit. Sag mal, kommt mir das nur so vor oder bist du wirklich hübscher geworden? Ich glaube, es wird höchste Zeit, dass du deinen Jacopo heiratest. Oh, das ist nicht mein Jacopo. Na, das werden wir ja sehen. Jetzt stell dich mal vor allen Dingen wieder richtig hin. Finna, du merkst wohl gar nicht, dass du hier gänzlich fehl am Platze bist. Ich befinde mich nämlich in einem künstlerischen Schaffensprozess. Verdreh den Mädel nicht noch mehr den Kopf. Die Sonne, der Mond und die Sterne, die warten mit mir hier am Kai. Fragen dein Herz in der Ferne, ist alles mit uns schon vorbei? Warum wollen Sie alle ein Bild von ihm haben? Weil Sie halt alle für ihn schwärmen. Verehrerinnen gehören zur Publicity. So viele? Ja, je mehr, desto besser. Herr Viscott legt größten Wert darauf. Das will ich nicht! Das will ich nicht! Hallo, Freundin! Aber Marina, du kannst doch nicht meine Autogrammpost zerreißen. Sie sollen nicht haben, dein Bild. Fräulein, jetzt werde ich Ihnen einmal was sagen. Sie kommen daher, machen einen Riesenwirbel und glauben, Herr Viscott ist nur für Sie allein da. Da sind Sie aber sehr im Irrtum. Aber Luzi... Die kommt daher, macht... Lassen Sie uns mal allein. Bitte gehen Sie. Man wird doch noch seine Meinung sagen dürfen, nicht? Sei nicht böse. Ich weiß, ich hätte es nicht tun sollen. Marina, das Leben ist sehr schwierig für dich hier. Und ich bin unausstehlich. Oh, das Schlimmste ist, nie hast du Zeit für mich. Das ist nun mal in meinem Beruf nicht anders. Und so wird das immer sein? Nie mehr wie in Sizilien? Oh, Fred, ich habe gedacht, wir könnten zusammen sein und so glücklich. Und jetzt? Marina, du hättest eben nicht herkommen dürfen. Oh, Fred! Schau mal, Marina. Nach der Premiere werden wir uns gründlich aussprechen. Bis dahin musst du vernünftig sein, ja? Wirst du nie mehr so nett zu mir sein wie in Sizilien? Wenn ich bin groß, ich werde auch Maler. Ja, das macht man, das gibt nämlich so wenige. Buongiorno, Signor Paolo. Buongiorno. Ach, Jacopo, na, was gibt's denn? Haben Sie gehört von Marina? Ja, sie hat mir geschrieben. Auch an mir. Ich werde ihr einmal besuchen. Ja. Es geht ihr gut? Ja, sie hat schöne Kleider und kann immer fahren Automobil. Na, also, hörst du, es geht ihr sehr gut. Dann wird sie nicht mehr zu uns zurückkommen. Aber wie kommst du denn darauf, Jacopo? Es hat dir nie so gut bei uns gefallen. Ach. Buongiorno, Signor Paolo. Buongiorno, Jacopo. Ja, was ist denn das für ein süßes Tierchen? Du hast gar keine Angst? Nie gehabt. Ich wollte dir bloß den Spaß nicht verderben. Oh, Signor Paolo. Aber Roberto...
Wo fahren Sie denn hin? Wo werden Sie schon hinfahren? Ins Theater fahren Sie. Oh, für Ninon hat er immer Zeit. Zu ihr ist er immer nett. Aber ich... Jetzt werde ich Ihnen einmal etwas sagen, Fräulein. Wenn hier jemand das Recht hat, eifersüchtig zu sein, dann ist es die gnädige Frau. Die beiden wollen doch heiraten, jetzt kommen Sie daher, machen alles kaputt. Oh, das ist nicht wahr. Na, glauben Sie denn, ich lüge? Hat sich schon einmal eine beinahe wegen Herrn Wiskott um. La 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 la. Deckung! Was soll denn das? Du, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Bei denen sitzt das Messer sehr locker. Ach, sei doch nicht so albern. Ja, wenn... Aber wir wollen singen und du tanzt hier Tarantella, komm mit. Ja. Wir warten. Ich komm ja schon. Presto. Komm doch. Und Moment, du. Jacopo und Salvatore holen mich ab. Aha. Hab ich ganz vergessen, wir haben Probe. Hm? Wir sind ein Trio. Leider muss ich gleich gehen. Komm, ich fahr dich runter mit dem Auto. Nein, nein, das lässt du schön bleiben. Geh mit Jacopo. Arrivederci. Arrivederci. Prego. Warum sollte ich Marina denn nicht runterfahren? Hast du eine Ahnung von der sizilianischen Leidenschaft? Hast du denn gar nicht gemerkt, was los ist? Der Junge ist verliebt in Marina und will sie heiraten. Aber sie ihn nicht. Weil du gekommen bist. Ich wollte es dir schon immer sagen. Das mit Marina muss jetzt aufhören. Das Mädel macht sich Hoffnungen. Ach, red doch nicht solchen Unsinn. Aber ich hab doch Augen im Kopf. Du bist auf dem besten Wege, wieder einer deiner berühmten Dummheiten zu machen. Du staunst, dass wir auch haben Schnee in Sizilien. Schnell, Fred. Sonnenaufgang vom Ätna ist wunderschön. Schnell, wir müssen vor Sonne da sein. Na, alter Mann, ist kein D-Zug. Alter, einen so jungen D-Zug habe ich nie gesehen. Oh, il sole, die Sonne. Gnädige Frau, Sie müssen fahren. Überlassen Sie das bitte mir. Ach so. Ach ja, so geht's einem. Da macht man alles mit. Ganzen Sorgen und Aufregung, das Ganze hin und her. Und dann heißt es ganz einfach. Überlassen Sie das gefälligst mir. Aber Luzi, nicht... Jedoch dem Käpt'n blieb nicht eine Treu. Da nahm er 60 Liter Muscatelle und trank das ganze Fass alleine aus. Dann fuhr er im Zorn das Schiff über ein Korallenriff und das Schiff versank mit Mann und Maus. Das ist die Ballade vom Seeräuber-Tim, der Glück und Liebe nie bekannt. Das ist die Ballade vom Seeräuber-Tim, der nie und nimmer Ruhe fand. Die Kerle schluckten anstatt drum jetzt Wasser. Jim hielt sich an einem Haifisch fest. Der Meerjungfrau, so sagt man, sei's gewesen, die ihn nun niemals mehr nach oben lässt. Er haust nun auf dem kühlen Meeresgrunde und schnappt den alten Neptun, wo er kann. Hat Kinder von der Meerjungfrau mit Haaren grün und Augen blau und spielt Skat mit dem Klabautermann. Das ist die Ballade vom Seeräuber Jim, der Glück und Liebe nie gekannt. Das ist die Ballade von Seeräuber Jim, der nie und nimmer Ruhe fand. Aua! Aua!
Herr Wiskert, bitte auf die Bühne. Komm. Nein, nein, das ist dein Erfolg. Bitte.